Das war doch die Astropathin, oder? Astropathin Elshana. Also, was könnte denn in Flammen stehen? Vielleicht irgendein Bezirk in der Fabrika? Aber sie hatte mit uns, soweit ich mich daran erinnere, nicht so ganz so kryptisch die Nachrichten geteilt. Ja gut, vielleicht will sie jetzt keinen Klartext senden, weil der Feind möglicherweise zuhört. Das könnte wohl sein. Milords, könnte der Fürst, der im Tode schlief, vielleicht der Ursprung allen Bösen dieser Invasion sein? Und die flammende Luft, die Oberfläche, wo wir kämpfen, das heißt, dass er sich unterhalb der Oberfläche befindet? Ich denke, sie wird tatsächlich vom Patriarchen dieser elenden Xenowesenheiten sprechen. Das denke ich auch. Das ist nur die Frage, liegt sie richtig mit ihrer Vermutung? Und wenn ja, wo brennt es? Könnte es vielleicht sein, ich kenne mich nicht wirklich mit diesem Warp-Geschichte und dieser Hexerei aus, dass vielleicht dieses Patriarchenwesen oder diese Anführerin dieser Saat auf ihre Art mit der Astropathin kommuniziert hat? Na, wollen wir es nicht hoffen. Naja, wenn wir das größte Feuer in der Stadt suchen, wird es mit Sicherheit im Fabrika-Distrikt sein. Dort wird ja Prometheum hergestellt. Das könnte auch in der Nähe der Prometheum-Brücke sein. Naja. Vermutlich laufen unter ihr Leitungen oder ähnliches. Sei ja, der Name. Kommt da gerade eine Idee, wenn der Funk wieder funktioniert, schafft unsere Chimäre eine Funkverbindung an unser Raumschiff im Orbit? Das müsste jetzt mittlerweile auch funktionieren, ja. Ich werde es sofort überprüfen, Milord. Ja, und dann sollen die mal die Stadt abscannen, ob sie irgendwelche großen Brände sehen. So verstanden. Unagent Worgen an Schild der Angst. Hört ihr mich hören, Schild der Angst? Ja, erstmal rauscht es wieder etwas. Und dann kannst du hören, wie hier der Funk wieder geöffnet wird. Schild der Angst hier, Lord Kapitän Hydrafos. Schön, euch zu hören. Ebenso. Unsere Scanner funktionieren wieder. Verdammt, was ist da unten los? Können Sie die Oberfläche scannen nach einem großen Feuer? Oder etwas, was einem großen Feuer gleicht? Tja, kann ich gerne tun. Hast du das gehört? Scanner anwerfen. Einen Moment. Die Sensoren brauchen etwas. Die PVS ist etwas zersplittert, aber sie wird sich wieder zusammenfinden. Ein paar versprengte Offiziere haben wir gefunden und sie werden die Kommandostruktur wiederherstellen. Ja, das ist der Grund, warum ich bei der Marine bin. Auf die PVS kann man sich nie verlassen. Also gut, wir haben etwas. Viel Rauch, würde ich sagen. Im Norden von euch, Fabrika-Distrikt. So verstanden. Umgeben von Dutzend übel riechenden Kanälen. Fabriken, Mühlen, Manufakturen. Ein schleifendes und hämmerndes Herz. So würde ich es von hier aus kategorisieren. Prometheum ist das wohl. Eine ganze Menge davon. Dann sollten wir wohl mit Lesfire aufpassen. Also ich begebe mich mal in die Nähe von der Chimäre, ich möchte da nämlich mithören. Ja, wir bleiben ja nicht stehen, wir marschieren und auch wenn wir langsam sind, sollten wir mittlerweile bei der Chimäre angekommen sein. Ich würde außerdem Worgen noch einen Hinweis geben, dass er sich erkundigen soll, ob er die Nachricht der Astropathin erhalten hat. Captain, haben Sie die Nachricht der Astropathin erhalten? Ach so, ja, das. Verdammt, aus uns also sogar ein Astropath geschmolzen im Stuhl. Hättet ihr sehen müssen. Ja, wir haben die bekommen. Die anderen Astropathen haben sie übermittelt. Gut. Ist wann ist Verstärkung zu erwarten? Wir haben bisher noch keine weiteren Nachrichten bekommen, aber wir rechnen zumindest damit. Also, wir sind ja immerhin in einem der Arme. Da werden uns sicherlich noch andere Schiffe antworten, wenn wir um Hilfe rufen oder. Naja. Der Orphäus Keil ist groß. Vielleicht antwortet jemand von Freya oder so.
Vielleicht noch andere Marines. Wäre zumindest gut. Wäre es in der Tat. Ich soll noch etwas Hilfe anbieten mit meinen Soldaten. Sollen wir nach unten verlegen? Ich schaue mal zu den Space Marines, die gerade so vor meiner Tür warten. Und wechsle auf den internen Box. Das, brauchen wir Verstärkung von der Fregatte? Ah, würde ich jetzt ungern machen. Lord Captain, hier spricht Octavius, Bruder Octavius von den Ultramarines. Wie ist denn der Status in Ihrem Schiff? Habt ihr den Verräter gefunden? Sehr wohl, mein Lord. Die Inquisition hat die Agenten losgeschickt und wir konnten wohl den Leutnant ausmachen. Er wurde erschossen. Er war verunreinigt. So sagte zumindest der Interrogator. Ja, sehr gut, sehr gut. Gute Arbeit. Wir haben einige Offiziere befreit und ein Hauptmann führt eine größere Truppe an, um den Raumhafen wieder zu erobern. Ich denke, sobald er erobert ist, könnten wir tatsächlich drüber nachdenken, noch einige Truppen nach unten zu verlegen. Aber vorerst würde ich das nicht riskieren. Nicht, dass bei so einer Landeoperation, das ist ja immer etwas heikel, kann man ja auch abgeschossen werden. Ich werde zumindest den 5000 Mann Befehl geben, dass sie sich bereithalten sollen. Gut, rechnet damit, dass es noch einige Stunden dauert, bis der Raumhafen gesichert ist. Wir werden bereit sein, mein Lord. Könnt ihr uns die genauen Koordinaten von den Feuern in der Fabrika übermitteln? Ja, das sind mehrere Feuer. Sucht ihr nach etwas Bestimmtem? Im Prinzip, von hier aus dem Orbit sieht es so aus, als ob der ganze Fabrik brennen, als ob der ganze Distrikt brennen würde. Also, damit wir uns richtig verstehen, die Fabriken arbeiten nicht korrekt, sondern stehen lichterloh in Flammen? Nein, sie spucken nur Rauch aus den Schornsteinen. Irgendetwas arbeitet dort wohl noch. Ah, okay. Also arbeiten sie normal. Auf Hochtouren. Brüder, lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Dieser ja, wir müssen vorwärts machen. Dieser Schrecken auf diesem Planeten hat schon viel zu lange angedauert. Du hast recht. Ja, wir steigen wieder in die Chimäre und verabschieden uns von den Truppen hier. Und die sollen auch zügig aufbrechen, um sich mit den anderen PVS zu verbinden. Ja, Oberstleutnant Kremmer, ich würde das abnicken und dann mit seinen Leuten in einem Dauerlauf verfallen und in Richtung Osten verschieben. Sehr gut. Haben wir jetzt eigentlich Kontakt mit der PVS-Basis herstellen können? Sollte ohne Zweifel möglich sein. Dann möchte ich auch da einen Bericht haben. Der Hauptmann ist hier gewesen. Sie sind aber auch gleich direkt weiter in Richtung Süden. Wir sind jetzt verschoben. Wir sind auf dem Weg zum Avalos-Raumhafen. Wir haben auch Kontakt mit Ihnen mittlerweile aufnehmen können. Es sind wohl einige Landezonen wurden zerstört, aber die Feuer brennen heftig. Der ganze Raumhafen funktioniert wohl zum Teil noch. Wir versuchen ihn weiter zu sichern. Gut, gut. Sobald ihr den Raumhafen unter Kontrolle habt und einigermaßen sicher sein könnt, dass wir Verstärkung aus dem Orbit herbeischaffen können, ohne dass diese beschossen wird, dann meldet euch umgehend bei uns, dann werden wir das veranlassen. So verstanden. Werden wir weitergeben. Meine Lords, ich bekomme gerade mit von dem Hauptmann, dass sie wohl keine Flak haben. Die Rebellen verfügen über keine schweren Waffen, die dafür fähig sind, andere Dinge abzuschießen. Wenige Raketenwerfer nur noch, aber deren werden wir schon her. Der Hauptmann sagt, die Landung kann wohl beginnen. Also ich sage das jetzt nicht über Funk, sondern über intern. Diese Information würde ich jetzt nicht trauen, denn es ist immerhin gelungen, ein schwer gepanzertes Thunderhawk abzuschießen. Genau das wollte ich auch gerade anwerfen. Unser Landungsschiff wurde ordentlich
erschossen. Nicht nur angeschossen, sondern wir haben einen kompletten Tragflügel verloren. Ja. Die müssen noch irgendwo schwere Waffen haben. Und ich, dass uns solche Informationen eilen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies mit diesen Raketenwerfer passiert sein kann. Sollen sie den Raumhafen erstmal sichern und den umliegenden Bezirk von Portica unter ihre Kontrolle bringen und dann erst können wir eine sichere Landung initiieren. Ja, sehe ich auch so. Naja, wir sollten die Zeit nutzen, um selber vorzurücken. Vielleicht können wir feindliche Kräfte auf uns binden. Gute Idee. Ja. Gute Idee. Ja, lasst uns abrücken. Wir können ja auch beim Fahren noch ein bisschen mit dem Raumschiff kommunizieren oder sowas. Ja, so setzt ihr auf, schwingt euch wieder rein ins Innere der Himäre und fahrt erstmal in Richtung Norden. Der Bezirk, wie gesagt, ist weiterhin still, auch wenn um euch herum das Vox rauscht, aber Rebellen oder so etwas findet ihr abseits der Lumpen, merkt ihr hier nicht. Das ist doch gut, dann kommen wir wenigstens zügig voran. Normale Bewohner sind entweder abgerückt oder aber haben sich verschanzt in ihren eigenen Gebäuden und andere PVS-Streitkräfte findet ihr hier nicht. Also die sind entweder schon tot oder selbst abgezogen. Ich versuche nochmal Kontakt mit unserem Raumschiff aufzunehmen und frage den Captain, ob er das Gebiet, das Treckloch heißt, auch mal abscannen kann. Ob es da irgendetwas Auffälliges gibt, was da vielleicht nicht hingehört. Wir werden unsere Signale verstärken und gezielt auf den nördlichen Kanistra-Bereich lenken. Das dauert allerdings noch etwas. Wie genau soll das sein? Gute Frage. Nun, umso besser, umso einfacher für uns. Also gut, wir werden auch einen tiefen Scan vorbereiten. Vielleicht sitzen sie ja so etwas wie unterirdisch. Wir werden euch innerhalb von, sagen wir, 10 Minuten einen ausführlichen Bericht rüberschicken. Nun sollten Sie eine verschlüsselte Nachricht oder einen Sender finden, der eventuell für uns gedacht ist, bitte ebenfalls Bericht erstatten. Sehr wohl. Denkt ihr an die Inquisitoren? Genau. So verstanden. Wir suchen nach weiteren verschlüsselten Signalen. Wenn ihr schweres Feuer vom Roboter haben wollt, sagt Bescheid. Ah, das ist immer gut, wenn man die überlegene Feuerkraft im Rücken hat. Wir haben zwar keine Planetenfresserwaffen oder etwas zum Exterminatus dabei beschwören. Das ist aber auch sowieso nicht Ziel unserer Operation, aber wohl etwas an Geschützen können wir euch zur Verfügung stellen. Sobald wir einen solchen Blau brauchen, werden wir einen entsprechenden Orbitalschlag einberufen. Verfügen Sie über Präzisionswaffen wie Laserlanzen? Sehr wohl. Auf einem Gebiet von einer Meile werden wir sicherlich alles ausradieren. Allerdings sollten wir auf Fabrika schießen, gehe ich davon aus, dass bei dem Prometheum-Rauch wird sicherlich alles am Rand stehen. Verstanden. Nur nach Befehl schießen, nicht eigenmächtig bitte. So verstanden, meine Lords. Ober und Haupt. Ja, Brüder und Worgen, dann würde ich sagen, so schnell wie möglich Richtung Norden. Und dann vielleicht erfahren wir ja was über den Scan. Und je nachdem gucken wir dann entweder im Dreckloch vorbei oder fahren doch weiter nach Fabrika, je nachdem, was der Scan bringt. Auf dem Weg könnten wir uns ja diese Brücke, diese Falle des Feindes uns anschauen. Ja. Vielleicht hat die Inquisitorin sich ebenfalls dorthin bewegt. Das können wir gerne tun, aber anschauen aus sicherer Entfernung halte ich für sinnvoll. Rüberlaufen ist selbstredend keine Idee. Ihr könnt eine weitere Stunde mit eurer Chimäre in Richtung Norden rattern, über die wenigen Brücken hier im Kalistria-Distrikt übersetzen, bis ihr dann an einem großen, breiten Kanal steht, der wieder verschmutzt ist. Das Wasser ist wesentlich schmerzer als das, was ihr im Portica-Distrikt hattet. Eine schlierige, regenbogenfarbene Oberfläche, an der dann irgendwie das wenige Licht glitzert und irgendwelche prismatischen Rückstrahlungen zu euch wirft in eure Helme.
Also das Wasser ist auf alle Fälle verschmutzt und trennt dann ganz klar die Distrikte voneinander ab. Währenddessen bekommt ihr auch noch den Scan verschlüsselt über die Schild der Angst, die euch dann eben weiterleitet, dass das Dreckloch ein Slum ist. Es gibt, wie gesagt, gut aufgelöste Satellitenbilder und das ist verlassen mittlerweile. Ihr findet auch wenig bis keine Lebensspuren, weder von Menschen noch von menschenähnlichen Dingern. Also das Dreckloch ist verlassen. Hm, das sieht eigentlich eher uninteressant aus, oder? Was meint ihr? Ja, meine Vermutung ist, dass die Infektion sich dort als erstes ausgebreitet hat und, naja, diese Kämpfe über die ganze Stadt, vermutlich waren das die Bewohner des Drecklochs. Ja, ich glaube, ihr habt dort recht, dass die Horde des Feindes dort ihre Brut gesetzt hat und sich verbreitet hat. Jene, die in einem Bezirk, in einer Ortschaft namens Dreckloch leben, lassen sich auch leicht zu einer Rebellion anstacheln. Richtig. Wache Geister. Muss ihnen nur das Richtige bieten und dann lassen sie den Imperator ab. Setzen wir unser Ziel dennoch zum Dreckloch ein und versuchen von der Küste aus nach Fabrika zu gelangen. Ich glaube, die Chimäre müssen wir eh aufgeben. Ich glaube nicht, dass wir sie dort rüberkriegen. Watch, komm! Hier spricht der hohe Magister Xanthes, Interrogator des Großinquisitors Pligmos. Kommen! Verstanden, verstanden, Magister. Hier Deathwatch. Wir haben ebenso den Fabrika-Distrikt gescannt. Wir haben noch keine genauen Bilder, weil der Dreck dort weitere Scans unterbindet. Aber wir konnten eine Prometheum-Fabrik mit dem Namen Solla und Söhne ausmachen. Alles voller Xenos-Kreaturen. Was solltet ihr wissen? Fabrika selbst wimmelt von ihnen. Seid vorsichtig. Gute Information. Schickt uns die Ergebnisse und die genaue Position. Wir arbeiten damit. Ja, während du das sagst, kannst du schon sehen, wie ein verschlüsselter Scan mit den höchsten Sicherheitsvorkehrungen dann eben zu euch übertragen wird. Ja, ich muss unserem Bruder recht geben. Ich denke, wir sollten über die See zuschlagen. Über die Brücke erwarten sie es. Auch wenn ich mich gerne durch Hunderte von Xenos schlachten würde, sollten wir doch taktisch agieren. Das Problem wird sein, wenn da zu viele Feinde sind, könnte unser Primärziel ins Kreuzfeuer geraten. Deswegen sollten wir vielleicht tatsächlich uns anschleichen und unser Primärziel retten und dann auf dem Rückweg das Fabrika-Gelände beschießen lassen aus dem Orbit. Das ist keine Option, Bruder Octavius. Wenn wir Fabrika beschießen lassen, dann wird die ganze Stadt brennen. Und wenn ganz Fabrika verseucht ist von Xenos, ist es das vielleicht wert? Würde ich gerade sagen, das Feuer des Imperators wird den Xenos verbrennen und ausreichen. Immerhin sind diese Kanäle ja ein gewisser Schutz vor dem Feuer. Und lieber eine brennende Stadt als ein Planet, der verseucht wurde von innen heraus. Ja, da gebe ich meinen Brüdern recht. Und wie schon Bruder Gabriel sagte, würde ich sie lieber selber eigenhändig erschlagen. Wenn wir sie alle mit einem Schlag vernichten können, ist dies garantiert ein sicheres Boot für uns. Wir können sicher sein, dass keiner dann entkommen wird. Also Milots, Richtung Dreckloch und an die Küste? Ja, genau. Gut, dann geht's los. Wir haben doch einmal so einen Kanal überquert. Wie breit waren der ungefähr? 100 Schritt. Oh, das ist ein guter Schutz vor Flammen. Ja, im Prinzip schon, aber das Wasser ist, wie gesagt, auch teilweise Prometheum getränkt. Also, wenn das durchmischt ist, kann das schon sein, dass es dann irgendwelche Brände auch unterhalb der Wasseroberfläche gäbe, aber normalerweise kommt halt eben drauf an, wie es durchmischt ist, ne? Kann man das irgendwie einschätzen, ob ein Orbitalschlag auf Fabrika
tatsächlich die ganze Stadt in Mitleidenschaft ziehen würde? Also Fabrica liegt auf alle Fälle sehr zentral in der Stadt. Das ist halt ein großes Problem. Kalistria vor allem, also dieses Armenviertel, ne, so bis zum Dreckloch würde höchstwahrscheinlich mit eingeäschert werden, wenn jetzt da Prometheum-Fabriken Strom erzeugen müssen und so weiter verbrennen. Was wie gesagt wichtig ist, ist die PVS-Basis und der Avalos-Raumhafen. Die würden beide unbeschädigt bleiben, bist du der Meinung. Also selbst wenn du einfach eine riesige Explosionswolke hast durch das Prometheum, eventuell geht das Torsold-Anwesen drauf. Vielleicht, das müsste dann eben ein Wurf klären auf verbotenes Wissen ist es nicht, aber das Allgemeinwissen der Marine. Ob das Haus der Echos dann eben auch verschwindet in dem Rauch. Okay, Allgemeinwissen Marine habe ich natürlich nicht. Also einfach auf den halben Wert würfeln. Richtig? Hat vielleicht jemand Taktik? Orbital? Irgendwas? Angriff? Pilot könnte auch funktionieren. Wenn du Pilot aber dann eben nicht für Landfahrzeuge hast, sondern für Sternfahrzeuge oder sowas. Nee, habe ich alles nicht. Ich würfel einfach mal ein W100 und schauen wir. Nee. 95, gar keine Ahnung. Du bist der Meinung, dass ganz Lordsholm in Flammen stehen wird. Aber wir haben allgemein ein bisschen Krieg. Vielleicht könnte das darauf gehen. Ja, das ist auch eine Idee. Ja, würfel doch mal. Aber das erschwere ich euch. Also ja. Minus 10. 13, das reicht. Der Ultramarine wieder, ne? Ja, ist doch klar. Ja, ich hab's nicht. Der Ultramarine weiß es wieder. Also, im Prinzip würdet ihr genau das zerstören, was ihr nicht braucht. Der blinde Heilige überlebt, die Lordsholmer PVS-Basis überlebt, das Haus der Echos und Torsold überlebt eben auch, so wie du es einschätzt. Du guckst dir nochmal deine Karte an und ja, also doch, da wird sicherlich eine viel beschädigt werden, aber weiterhin funktionieren. Also man muss die Stadt muss man danach sowieso wieder aufbauen. Im Prinzip könnte man Fabrika beschießen und das dann eben als große reinigende Flamme bezeichnen. Gerade wenn du an die Schwestern denkst, die von der Ekklesiarchie irgendwie Bolter, Melter, Flammenwerfer, reinigendes Feuer, das machen die sowieso ganz gerne und das wäre dann im Prinzip dein reinigender Flammenwerfer. Der wird ja auch nur mit heiligen Prometheum bestückt. Auch wenn es halt nicht gesegnet ist, aber. Ja, also der Ultramarine in mir sträubt sich natürlich total dagegen, weil da könnten ja auch irgendwo Zivilisten sein oder Eigentum von Zivilisten oder sonstes. Irgendwas, was man eigentlich nicht vernichten sollte. Aber im Moment sehe ich keine andere Möglichkeit. Also bei den Scans hat man ja gesehen, dass das wirklich, wirklich viele Xenos sind, ne? Also dein Wissen über Lordsholm, was dir dann auch taktisch eingeblendet wird, du gehst davon aus, dass es 10 Millionen Menschen in ganz Lordsholm gibt. Und wie viele jetzt von der PVS sind, wie viele jetzt übernommen sind, sicherlich nicht alle 10 Millionen. Und sicherlich lebt der meiste Teil in den armen Distrikten Kalistria und arbeitet in einer Fabrika. Also da werden viele Zivilisten bei raufgehen. Ja, das widerstrebt mir sehr. 10 Millionen sind natürlich nichts im Vergleich zu 3 Kreuzzugsflotten, die versorgt werden müssen. Also wenn du dir den Orpheus-Keil anguckst oder dann eben auch den Chaos-Keil oder den Tau-Keil, auch die müssen ja irgendwie versorgt werden. Das ist zwar nicht alles dieser Planet, aber ein Großteil wird eben von Avalos versorgt. Da muss man abwägen. Das ist jetzt deine Entscheidung oder eure Entscheidung, wie ihr das macht, ob ihr es entweder nachträglich beschießt oder ob ihr versucht, das selbst irgendwie in die Wege zu bekommen. Aber der Patriarch oder der Symbiarch, so wie man ihn eigentlich nennt, der muss irgendwo in Fabrika sitzen. Bei diesen Scans von Fabrika konnte man dann ungefähr sehen, wie viele Gegner das da sind? Wie viele Xenos? Das konntest du nicht sehen, aber also die Satellitenbilder sind da eben wenig verschlüsselt oder wenig aussagekräftig, einfach wegen dem Prometheum-Rauch. Okay. Ja, wir gucken uns das mal an und wenn wir da wirklich, keine Ahnung, Tausende von Xenos treffen, dann müssen wir uns ja zurückziehen und die Xenos lassen wir auf keinen Fall am Leben, dann äschern wir lieber einen Teil der Stadt an. So sehe ich das jedenfalls. Und das neu aufbauen kann dann gleich der Imperial-Fest übernehmen. Ja, in die Mitte einen großen Verteidigungsturm. Ein Flakturm. Und daneben noch einer und daneben noch einer. Ja, nun Bruder. Wir sollten trotzdem erst das Primärziel retten, korrekt? Auf jeden Fall.
Nun sollten wir aufbrechen und nicht so lange warten, nicht dass der Feind sich noch mehr rüsten kann. Ja, wie wollt ihr nach Fabrika eindringen? Über die Brücke oder aber wollt ihr direkt mit der Chimäre ins Wasser fahren? Also, wo sind wir denn im Moment? Wie weit sind wir denn schon gefahren Richtung Norden? Nach einer Stunde seid ihr hier. Direkt an dem Übergang von Fabrika zu Kalistria. Und dann könntet ihr entweder nach Osten einbiegen, in Richtung des Meeres, ja, oder im Westen in Richtung der Brücke, die allerdings gesprengt werden kann. Also ich würde vorschlagen, wir fahren Richtung Osten. Das ist ja viel näher, als wenn wir den großen Bogen Richtung Westen machen. Ne? Das stimmt. Das ist eine Option und dann könnten wir hier durch den Kanal eindringen. Ich meine, dann kommen wir ja auch gut. Wo genau wurde uns diese Fabrik angezeigt? Die Koordinaten dafür. Okay, da, super. Ja, das wäre gut, wenn wir hier im Osten bis runterfahren. Ist eine Chimäre ein Amphibienfahrzeug? Also, ich glaube nicht. Wenn ihr versiegelt, müsste das gehen, oder? Also eine Chimäre? Ja, also soweit ich weiß, gibt es nur ein, zwei Sorten. Aber Chimäre ist, soweit ich weiß, kein Fahrzeug, was versiegelt werden kann, außer vom Techmarine. Okay, dann, ihr habt kein Techmarine dabei, dann würde ich sagen, müsst ihr eure Chimäre abstellen und dann den Rest zu Fuß machen oder anders eben überlegen. Ihr könnt auf alle Fälle den in Richtung Osten übersetzen und eure Chimäre dann erstmal hier abstellen. Wie es dann weitergeht, müsstet ihr dann entscheiden. Also hier diesen Bereich haben wir jetzt noch nicht, da sind wir in der Nacht nicht drin, ne? Nee, genau, ihr seid noch hinter dem Kanal. Ah, okay. Beziehungsweise vor dem Kanal, je nachdem, von wo ihr kommt. Dann müssten wir ja eigentlich zwei Kanäle überwinden, ne? Den hier und dann den hier. Ja, aber der eine ist ein großer, breiter, der andere ist dann eben so ein schmaler. Und das ist dann eben so ein Hauptweg, der besonders breit ist. Da sind dann verschiedene Brücken, die habt ihr auch gesehen, die wurden dann allesamt gesprengt. Die letzte, wie gesagt, die hier, hattet ihr dann auf den Karten gesehen, die ist dann wohl noch aktiv. Und die anderen verfügen dann, also es sind weniger breite Kanäle und die verfügen wohl auch noch über Brücken, über zahlreiche Brücken, aber das ist jetzt euer Hauptproblem, wie ihr darüber kommt. Ja, dann machen wir das so. Dann versuchen wir irgendwie vielleicht mal mit der Chimäre reinzufahren, ob wir irgendwo eine flache Stelle finden. Aber das vermute ich wird nicht klappen und dann machen wir das, was wir vorher auch schon gemacht haben in Portica. Ja? Und wir anderen stampfen durch und Torval fliegt mit dem Menschen rüber. Können wir machen. Gut, Brüder, diesmal wissen wir, was wir da unten zu erwarten haben. Bleibt aufmerksam. Die Chimäre bleibt hier und dient uns möglicherweise als Fluchtfahrzeug. Sehr gute Idee. Stell sie schon mal in Richtung Flucht Raumhafen ab, so, dass wir gleich losfahren können. Du hast es gehört, Worgen. Mhm. Wenn alle bereit sind, dann Todda, du kümmerst dich um unseren Ballast und wir marschieren durch den Kanal.